Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Freitag hinein in den Bärengrind. Und ihr seht es vielleicht oben links. Ich habe auch in der Woche mal wieder im Stream gegrindet ein bisschen. Und mittlerweile 2400 Bären. Warum ist denn aggressiv, Alter? What the fuck? Bei 1400 Bären angekommen. Die war geschossen haben. Also geht's munter weiter mit unserem Grind. Denn im Stream haben wir... Oh, da ist ein Puma. Deshalb. Deshalb ist er aggressiv. Dann schieße ich den dann erstmal weg. Aber wenn ich ihn denn treffen würde. Gut, ich nehme ihn nicht. Okay, sehr gut. Perfekt. Schon mal ein guter Start. Haben wir den also nicht gehittet. Aber das macht doch nichts. Komm, das hat sich jetzt als aktualisiert. Perfekt. 1437 Bären haben wir nämlich jetzt mit den beiden da vorne getötet. Und im Grind hatten wir zumindest ein paar Rares und, glaube ich, ein Deer im Stream. Und zum ersten Mal auch tatsächlich einen mit brauner Fellfarbe, denn den habe ich noch gar nicht geschossen gehabt. Ist ja noch nicht so lange die Farbe im Spiel, beziehungsweise noch nicht so lange Rare. Und der hat mir noch komplett gefehlt. Wir hatten super viel von den Zimbraunen geschossen. Haben wir ja auch schon wieder eingeschossen gehabt. Jetzt während der Streamgrinds. Aber vor allen Dingen auch einen Braun. Und ich sage ehrlich, den hätte ich um einen heilig den weggeklickt. Weil der ist wirklich sehr, sehr unauffällig. Habe ich auch erst beim Einsammeln gesehen, dass er überhaupt ein Brauner ist. Beim Schießen selber gesehen gar nicht. Und erst im letzten Moment gelesen, dass da Braun stand. Und den dann nicht aus Versehen einfach weggeklickt und angenommen. Also sehr, sehr schwer zu erkennen. Sieht das nicht so krass viel anders aus als die normalen Bären. Deshalb, ja, muss man auf jeden Fall die Augen aufhalten. Wer weiß, wie viele wir schon weggeklickt haben. Ich weiß es nicht, aber einen habe ich jetzt auf jeden Fall wahrgenommen. Und den natürlich ausgestopft. Gucken wir mal, wie es heute also hier weiterläuft mit dem Grind und unseren Schwarzbären. Denn, ich dachte, dass wir vielleicht in der Woche dann, wenn wir ein paar schießen, da mal ein bisschen vorankommen im Grind. 1400 also jetzt auf dem Counter. Dementsprechend schon eine ganze Menge, die uns da vergönnt ist. Aber bisher eben noch nicht. Der eine Zehner, der eine Great One, auf den wir immer noch scharf sind. Und deshalb geht's hier Richtung dem nächsten Tausender Schritt, Richtung der 2000. Bin gespannt, ob er da kommt. Denn der erste Schwarzbär Great One, den wir damals geschossen haben, ich glaube, der kam irgendwo bei 1,6, 1,8 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwo im Tausenderbereich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den nicht über 2000 geschossen haben. Denn da habe ich wirklich die wenigsten Great Ones zum Glück gehabt. Auch wenn es jetzt nicht unüblich ist, dass sie wirklich auch erst bei 2000, 3000 oder so kommen. Wie gesagt, bei mir im Schnitt meistens so um die 2000, die ich für einen Great One brauche. Habe halt dazwischen nochmal welche, die brauchen dann 4K und so. Aber die meisten zum Glück relativ schnell da gewesen. Und deshalb hoffe ich auch beim Bär auf was Gutes. Da war jetzt der erste jetzt nicht so schnell, dass wir beim zweiten da irgendwie auf das Desaster hoffen. Sondern bleibt einfach im Schnitt, dass wir auch den jetzt hier um die 2K rumschießen. Und der nähern wir uns auf jeden Fall weiter an. So, wo ist mein anderer Schwarzbär? Der ist da hinter dem Wapiti. Das werde ich hier alle sauber und clean treffen. Ja, das ist der weibliche. Aber die drei männlichen Schwarzbären, die haben wir auf jeden Fall sehr gut getroffen. Sogar alle direkt umgefallen, wie es aussieht. Keinen mehr nachsuchen müssen. Die beiden liegen hier und der andere hinten lag auch am Ufer. Einmal den hier. Wenigstens Goldwertung. Und dann noch den hier. Am Ufer, da vorne haben wir ihn. Sehr gut. Wir können uns also auch einmal schnappen und hoffen, dass wir irgendwo einen guten Bären hier finden. Einen See haben wir ja noch. Ne, wir haben sogar zwei. Im nächsten Mal nicht ganz oben angefangen. Ne? Wir haben den See jetzt noch und dann haben wir noch den See ganz oben. Denn den haben wir am Anfang geskippt, weil ich jetzt hier schon an den anderen See reingejoint bin. In die Runde. Und dementsprechend habe ich einfach direkt da angefangen. Gucken, wie es hier aussieht. Da ist nämlich meist relativ wenig los. Auch diesmal kein männlicher Bär zu sehen. Nur der
weibliche, dann können wir also direkt hier oben hin. Einmal ganz in den Norden wieder. Und uns da einmal umschauen, was uns hier erwartet. Vielleicht was Gutes. Erstmal da. Da haben wir einen männlichen. Da habe ich nämlich den weiblichen irgendwie. Der ist da weg. Der ist nicht mehr da. Das heißt, wenn wir da jetzt Bären haben, ist eigentlich immer ein männlicher. Da hinten ist auch ein Siebener. Und dafür haben wir jetzt da einen weiblichen. Und vor allem auch Wapitis. Die haben sich ein bisschen durchgeswitcht, weil ich, glaube ich, ein, zwei Wapiti-Gebiete verballert habe. Dementsprechend haben wir jetzt hier auf einmal welche stehen, wo wir vorher keine hatten. Aber da soll uns dann nicht weiter stören. Wir kümmern uns weiterhin um unsere Schwarzbären. Das ist das Wichtigste. Die beiden liegen auf jeden Fall auch. Dann sammeln wir die noch ein. Und dann können wir schon die zweite Runde starten. Einmal der erste Bär, den wir hier haben. Und dann können wir Schnellreise machen zum zweiten Zelt. Da müssen wir aber gleich, aber... Boah, ist das blöd, das wird... Ja, warte, ich gehe gleich zum anderen Zelt unten wieder. Wenn ich jetzt hier gleich die Zeit umstelle, weiß ich nicht, an welchem Zelt ich hier gleich respawne. Sonst wird dann hier die Bären schon verschrecken. Also gehe ich einmal nach hier unten. Weil wir dann in den Rhythmus quasi reinkommen. Ja, ist eine gute Idee. So. Dann stelle ich einmal das Ding hier oben, gehe einmal ins Hauptmenü. Hallo, lädt das Ding auch hier? Warum lädt er so lange? So, wir gehen jetzt einmal hier ins Hauptmenü. Ich glaube, jetzt oben am See wird logischerweise nichts gerespawnt sein, weil wir da gerade gewesen sind. Deshalb gehen wir direkt zum zweiten See. Wir skippen jetzt den ersten da quasi. Aber ja, den krieg ich. Ja, egal, wir müssen gleich. Ja, doch, mach mal so. Wir müssen gleich den nördlichen Eimer auslassen, die Runde, sonst bin ich hier nicht in meinem gewohnten Rhythmus drin. Und das geht gar nicht. Wir müssen in unseren Rhythmus rein, damit ich hier nicht verloren bin. Und mein Grind. So habe wie immer. So, da haben wir einen neuen Bären, einen Dreier. Da hinten sind auch 5 und 7er. Puma diesmal zum Glück nicht da. Also stört er jetzt hier nicht meinen Grind wie gerade einmal kurz. Den haben wir geschossen. Den auch. Und den Bär da auch. Boah, den haben wir nicht so gut getroffen. Das gefällt mir gar nicht gut. War alle drei erwischt, aber kriegen wir den noch da gelegt? Bin so schwer, die zu treffen auf die Distanz. Ah ja, er droppt jetzt aber auf jeden Fall. Ja gut, bisschen eklig jetzt zum Einsammeln, weil er da irgendwo oben im Nirvana wieder liegt. Hätte mir besser gefallen, wenn er unten einfach liegen geblieben wäre. Müssen wir jetzt aber da hochlatschen. Aber gut, gibt den anderen Bären die Gelegenheit neu zu spawnen, weil wir wieder ein bisschen Zeit vergeuden. Nehmen wir einfach den und dann gehen wir einmal da oben rum und dann gehen wir da hinten zu dem. Ist, glaube ich, der leichteste Weg. Hat es auch nur hier knapp in die Bewaldung reingeschafft. Zum Glück nicht so weit, denn der eine Schuss war dann noch irgendwo im Darm. Der zweite wahrscheinlich. Ja, genau. Weil er war noch gerade so hinten drin und ist dann zum Glück nicht so weit gelaufen. Also halb so schlimm. Einmal jetzt wieder hier runter durch die Felsen und dann unseren Bären da unten einsammeln. Ich hoffe echt, dass wir den irgendwann schnell kriegen, ne? So Bärengrind. Man muss sagen, ist schon wirklich ein angenehmer Grind, weil er nicht so challenging ist und man mit den 5 Sägen ganz gut zurechtkommt. Ist jetzt nicht der schnellste Grind durch den Killcount. Aber, ja gut. Ich meine, ganz schnellen Grinds, die sind sowieso Geschichte durchs Einsammeln, was vonnöten ist. Aber trotzdem, ja. Nicht so mein Favorite Grind. Auch wenn die Tiere eigentlich ganz gut zu sehen sind, ganz easy zu sehen, gibt es auf jeden Fall schlimmere Grinds, muss man fairerweise sagen. Ist definitiv, ich glaube, vom Aufbau sogar der leichteste. Und von der Durchführung wahrscheinlich auch, weil es eben nur die 5 gesehen sind. So, Bärchen, was ist mit dir? Du bist auch wieder nur ein Dunkler. Also ab zum nächsten Teich und gucken, was wir da haben. Schauen wir uns an. Oh, Wartezeit fertig. Danke. Hier ist aber, wie es aussieht, auch nichts, ne? Nee. Hier ist halt echt immer nur so von Zeit zu Zeit mal besucht. Öfter, aber leider auch wenig. Aber ich hatte da auch schon jetzt, wo wir gegrindet haben, die Woche hatte ich da echt manchmal so 3 Bären stehen. Das ist dann crazy, ne? Wenn dann in so einem kleinen See dann auf einmal
gefühlt alle Bären hast. Mal er, wenn du den so siehst, könnte halt auch braun sein. Der braune sieht halt fast genauso aus. Nur, dass vielleicht der braune noch einen Tick weiter nach vorne geht. Aber ist halt auch schwer zu erkennen, da im Lichtschattenspiel und so. Ich sag ja, der ist wirklich so, so schwer zu finden. Aber ist anscheinend der einzige Bär, der hier diese Runde auf mich wartet. Dann nehmen wir den. Boah, krieg ich den da zwischen dem Geweih da rausgeschossen irgendwie? Ja, kriegen wir. Sehr gut. Müssen wir einmal um die Ecke hier drum flitzen, damit wir den einsammeln können. Mal gucken, ob der wirklich braun ist. Ich denke, wenn er wirklich braun wäre, witzig. Aber ich glaube, dann ist diese, wie heißt die Farbe nochmal bei denen? Weiß ich nicht. Die heißt, ah, dunkel einfach. Okay, haben wir schon die ganze Zeit auch geschossen. Ja, also ich dachte, eine sieht halt wirklich fast genauso aus. Deshalb schwer zu erkennen. Aber jetzt am Südsee, da müssen wir dann gucken, dass wir dann auf jeden Fall die Zeit wieder umstellen, beziehungsweise einmal ins Hauptmenü gehen, damit wir wieder im richtigen Turnus sind, so wie gewohnt. Diesmal steht hier auch zumindest mal ein männlicher Bär drin, den wir schießen können noch. Ein Fünfer, da brauchen wir gar nicht noch bis zum Hochsitz. Den schießen wir einfach von hier und dann hat sich die Sache. Noch einer für den Counter oben drauf. Ich meine, die 1450 kriegen wir voll. Und dann haben wir da doch schon mal eine ganze Ecke wieder weiter geschafft. Haben wir jetzt aber echt auch gut in der Woche dann Kills gemacht, oder wo haben wir aufgehört? Unter 1000 letztes Mal noch, ne? Das heißt, wir haben quasi fast, ja, da ziemlich genau 500 Kills oben drauf gemacht, richtig? Kommt, glaube ich, hin. Gute Woche gewesen. Ich glaube, ich habe dreimal gegrindet im Stream. Da kommt dann ein bisschen was zusammen. Also, wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt, dann folgt auf jeden Fall auf Twitch, Freunde. Da wird dann auch manchmal gegrindet. Und da könnt ihr dann live dabei sein. Denn die letzten Great Ones, boah, die haben wir, glaube ich, im Großteil alle im Stream geschossen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall den Tar-Arm im Stream geschossen. Die Weißwedel, glaube ich, alle. Dammhirsche. Ich glaube, Dammhirsche nicht, ne? Oder? Ein vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Achso, ich wollte jetzt hier einmal Zeit umstellen und dann fangen wir doch von vorne an in der dritten Runde. Alles jetzt wieder schön im Rhythmus und wir können weiter Bären jagen. Da hinten haben wir einen Dreier und da auch zwei Dreier, also die wir uns hier noch schnappen können. Ey, lass mich hoch. Einmal nehmen wir den, der fällt direkt und war da nicht noch einer? Nee. Sah erst so aus. Den nehmen wir auch auf die Distanz. Auch der ist Geschichte. Sehr gut. Zwei Dreierbären, zwei kleinere. Aber auch die kleinen müssen natürlich weg. Hallo, Papillis. Was ist mit euch? Geht ihr mir vorbei, ohne mich umzurennen? Das wäre wirklich super. Nicht, dass wir jeden gleich schwer verletzt zu beklagen haben. Und wir hier. Denn noch einer? Nee, ne? Der Schatten unterm Baum. Der sah ein bisschen aus wie ein weiterer Bär, denn manchmal spawnen die auch einfach rein, während man daneben steht. Immer mal noch den Blick schweifen lassen, während man beim Einsammeln ist. Häufig schon der Fall gehabt, dass man da noch ein, zwei Bären weiterschießen kann, wenn die da einfach gerade aufploppen und einen überraschen. Manchmal auch direkt neben einem, so 5 Meter. Verschreckt man sich fast. Ist schon fast ein halber Jumpscare, der da bei ist. Wo ist der jetzt hier hin? Ah, dahinter. Hinter dem Baum, wollte ich schon sagen. So weit kann er eigentlich gar nicht sein. Denn hier ist das Gebiet, wo er trinkt. Da ist auch unser Bär nicht weit. Einmal mitnehmen. Komm her. So. Auch der dunkel gefärbt. Und wir gehen zu dem Zelt, um den anderen einmal einzusammeln. Der auch direkt daneben irgendwo liegen. Ja, genau. Perfekt. Besser geht's nicht. Also einmal der hier noch dabei und dann gehen wir wieder zu dem Seen, der eigentlich einer der besten Seen ist. Gut übersichtlich. Meistens viele Bären da. Und diesmal auch da zumindest einer, ein Dreier und da hinten ein Sechser. Oh, guck mal da hinten, da sind ganz viele. Drei Bären da hinten. Müssen wir eben gucken, dass wir zuerst den vorderen hier schießen, weil ich glaube, die da hinten
kriegen wir dann schon so irgendwie. So. Zack. 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 Hat gepasst. Alle vier auf einen Streich. Richtig gut. Richtig gut. Dann sieht man auch, wie krass wenig dieser Jagdflug ist, wenn man halt immer so vier Bären schießt. Wir sehen der Jagdflug von dem ersten Bär, den wir geschossen haben, ist schon wieder weg, ne? Da oben natürlich schon wieder weg. Ist wirklich crazy, wie wenig Jagddruck dieses Hochsitzjagen erzeugt und wie schnell der überschrieben wird von den anderen Tieren im Vergleich, wenn man jetzt ohne Hochsitzjagen geht. Der ist dunkel gefärbt Silber, der ist schwarz gefärbt Silber und der hier ist noch der dritte im Bunde. Der ist Gold sogar und auch dunkel gefärbt. Und zu guter Letzt ist der hier auch noch schwarz gefärbt und auch Silber. Dann zu dem kleinen See. Der hat uns heute noch gar nichts beschert. Keinen einzigen Bär in keiner der Runden. Vielleicht. Alle guten Dinge sind drei in der dritten Runde. Jetzt mal einer hier. Ne, sieht nicht so aus. Eigentlich sieht man die mal ohne Fernglas schon ganz gut. Die schwarzen Kleckse da am Hang. Hey, keiner zu sehen. Dann können wir direkt hier weiter an den unteren See. Und gucken, was da abgeht. Ob wir da welche finden. Wenigstens hier noch ein paar. Komm, Bärchen. Oh, hier oben steht keiner, aber. Ja, warte. Doch, da rennt einer. Ah, ist blöd, wenn die da auf der Ecke spawnen. Dann hat man da immer wenig Eingriffmöglichkeiten. Da vorne ist der Zweier weibliche. Aber sonst haben wir keinen männlichen hier, oder? Den Fünfer da hinten, den kriege ich nicht mehr. Oh, warte mal. Nee, da sind die Vapidis im Busch, aber leider kein. Kein Schwarzbär für mich. Dann können wir eigentlich schon zum unteren See wieder. Dadurch, dass wir hier vielleicht keine haben, können hier welche sein. Allerdings werden wir jetzt hier auch schnell durch gewesen sein, ne? Vielleicht zu wenig Zeit gebraucht. Weil wir an dem einen kleinen See da nichts hatten. Aber wir checken es. Wir checken es aus. Nee. Da stand nur, oh, da steht einer dazwischen, aber das ist, ach, da ist ein männlicher bei, sage ich. Er hier nämlich, der mythische. Weil ich habe den anderen Bären gesehen, wer sich da aufgerichtet hat dazwischen. Das wird der weibliche gewesen sein. Allerdings hier noch ein guter Bär zum Abschluss. Und Feuer frei. Feuer frei, sehr gut. Haben wir den erwischt. 1453 stehen also am Ende der Runde hier drauf. Und leider auch heute wieder ohne unseren Freund, den Great One. Ich bin echt gespannt, wann der kommt, ne? Erstmal so, ich finde, man hat beim Grind so Phasen, da denken wir immer so, boah, der kommt einfach nie und dann steht er halt einfach da, ne? Ey, schrei mich nicht an. Schrei mich nicht an, okay? Ich will nur noch den Bär hier holen, dann bin ich hier weg. So viel Zeit muss es hier sein. Nicht mich hier von der Seite einfach blöd anquatschen. Dann mal das Wasser hier planschen und dann unser achter Bärchen. Nee, so, perfekt. Nochmal Gold hier immerhin. Auch der mit 21,58. Ja, gut. Ey, wir sind weitere 500 Bären auf jeden Fall geprogressed in der Woche. Das ist sehr gut. Mal gucken, ob wir jetzt in der Woche auch progressen. Ich glaube, Beta ein bisschen zu gut dafür, dass wir am PC hocken viel. Deshalb wahrscheinlich in der Woche eher weniger. Aber you never know. Wir werden es sehen. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.